Hallo Freunde und willkommen. Ich bin mal wieder mehr oder weniger zufällig auf eine kostenlose App für unseren Android-Smartphone gestoßen, die ich ziemlich praktisch finde. Und nun will ich sie euch auch zeigen, in der Hoffnung natürlich, dass es euch auch weiterhilft. Die App, die heißt Disk Usage und ist sehr hilfreich, finde ich, wenn unser Smartphone-Speicher mal wieder voll ist, beziehungsweise wenn wir ja überhaupt einfach mal wieder aufräumen wollen, um mehr Speicherplatz frei zu bekommen. In der Regel suchen wir ja manuell sozusagen nach Videos, Fotos, Apps und so weiter, die wir nicht mehr brauchen, und löschen diese. Hilft natürlich auch. Allerdings gibt es da noch jede Menge ja sogenannte Junk-Dateien vielleicht. Das sind irgendwelche Daten, die wir nicht brauchen und wissen aber auch nicht, dass es sie gibt, sozusagen, sind überall auf der Platte zerstreut und belegen eben auch unnötig jede Menge wertvolle Speicherplatz. Und nun aber zu unserer App hier, die, wie gesagt, Disk Usage heißt. Ich installiere das einfach mal aus dem Play Store. Hier ist, wie gesagt, kostenlos, ja, das ist diese hier. Einfach installieren, akzeptieren hier die Berechtigungen. Die braucht die App natürlich, um unserem ja, Speicher zu scannen. Quasi kann man das jetzt später machen. Danke. Und genau, einfach installieren, die ganz normale Installationsroutine, das geht auch ziemlich schnell. Und genau, nachdem wir die App hier installiert haben, wir öffnen diese hier. Worauf darf die App Usage zugreifen? Einfach, wenn wir mehrere, vielleicht eine extra Speicherkarte haben, das ist jetzt meine interne Speicher, hier einfach aktivieren und weiter, ja, was gescannt werden soll eben. Einfach auf weiterklicken. Genau, wir müssen jetzt einfach mal nach Aktualisierung suchen. Ich denke, das braucht noch mal eine oder auch nicht. Und schon sind wir hier durch. Jetzt einfach die App aktivieren, noch mal hier die ja, Benutzung zulassen. Und das war's jetzt im Prinzip auch schon mit der Installation natürlich. Wenn wir jetzt die App öffnen, wird erstmal unsere Speicherkarte gescannt. Und ja, wenn das durch ist, wird sie uns hier so angezeigt. Schön strukturiert, wie die Karte auch geteilt ist. Von links nach rechts. Ja, ganz links ist die gesamte Karte hier. Dann haben wir hier nochmal Apps, also die Apps, Media, Systemdata und Free Space eben. Ja, es ist schon sehr übersichtlich, was wie viel Platz belegt. Wir können uns natürlich hier immer weiter nach rechts, ja, immer tiefer sozusagen durchklicken oder durchtippen. Und uns ja genau anschauen, welche App, wo genau, wie viele Dateien und wie groß diese sind, anschauen und diese natürlich auch löschen. Wir können hier auf dem Bildschirm ja hin und hier wischen. Genau, ja, also wir können jetzt hier zum Beispielsweise, hier ist Media, also hier sind die Apps nochmal. Ja, da können wir schon auf den ersten Blick sehen, welche App hier am meisten Speicherplatz belegt. Ja, und wir können uns, wie gesagt, immer weiter nach rechts hier durchtippen und klicken und schauen, analysieren, und wenn wir das nicht mehr brauchen, auch löschen direkt. Ja, wir haben hier beispielsweise Media einmal zack. Und hier sehen wir, ich versuche mal ein bisschen. Genau, das sind jetzt hier Bilder, Kamera, WhatsApp, Media, WhatsApp, Videos. Wir können, wenn wir jetzt hier draufklicken, genau, dann haben wir hier die ganzen Videos. Wir können die uns mit der rechten Maustaste, denke ich, auch das Video anschauen nochmal. Wenn wir das nicht mehr brauchen, einfach ja, antippen, hier markieren und hier löschen. Hier auf dem, ja, drei Punkte hier, Delete.
Ja, das mache ich jetzt aber nicht. Und ja, das war's eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, dass es euch weiterhilft. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.